Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Weber, hallo Neuankömmling auf meinem Kanal, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben 2 Uhr und 5 Minuten, mitten in der Nacht. Ich bin fertig mit Auspacken, mit nochmaligen Überprüfen und hab dann so gedacht, bevor du im Bett gehst, mach's noch mal was Kurzes. Ihr habt ja beim Auspacken gesehen, die Ego Ayo Pro C, sie hat gerappelt, jetzt rappelt sie nicht mehr. Ihr seht auch, ich habe da einen Rip-Tip drauf. Und ich werde euch zeigen, dass sie auch wieder funktioniert. So, da ist sie. Jetzt versuche ich mal ein bisschen noch weiter wegzugehen. So, da ist sie in der vollen Pracht. Auch ein Rip-Tip von mir drauf. Und ich zeige euch auch, dass sie funktioniert. Und ihr seht auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe da jetzt einen Keul drin. Kann ich noch nicht mal lesen, weil er jetzt so doof hängt. Also auf jeden Fall sehr tief unten. Sonst würde er ja auch nicht hier so eine Wolken schmeißen. Und zwar waren da zwei Probleme. Einmal hier oben. Hier oben drin, wo das Trip-Tip reingeht, da war ein Stopper. Möglicherweise, dass die schon so lange lag und sich da keiner drum gekümmert hat, weil sie nicht mehr genutzt wurde, war da halt irgendetwas drin, was ich sauber machen muss. Da habe ich also kurz mit Isopropanol habe ich das ausgewaschen, dann nochmal mit einem Desinfektionslappen durchgezogen, nochmal mit Seewein hinterher. Von mir, wie gesagt, halt einen Keul eingesetzt und jetzt zeige ich euch, was damit war. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da ist nämlich auch ein bisschen Druck drauf. So, und ihr seht es ganz einfach. Ich hole das auch mal raus. So, und da unten drin saß eine Klammer, die so leicht gebogen war. Und ich hatte jetzt auch nicht unbedingt so ein dünnes Messingblech, was hier reingesetzt wird. Mal gucken, weiß nicht, ob ich den Rest, der da noch drin sitzt, ob ich den rausbekomme. Ich möchte auch jetzt nicht abrutschen, dass ich mir gleich hier in den Finger schneide. Also lassen wir das mal lieber drin. Ein Reststück. Auf jeden Fall ist das so, dass auf der einen Seite hier eben das Messingstück dran war. Und das war halt nur so gebogen. Und das war halt weggebrochen. So, und aus dem Grunde hat es natürlich hier gerappelt, ne? Und es ist ja so, ich kriege manchmal auch alte Tubes, so wie diese hier, ne? Die dann anderweitig irgendwas kaputt haben, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Zum Beispiel bei einer Hybridplatte, dass oben das Gewinde kaputt ist.
wo ich dann sage, das Gewinde ausbohren, dann oben eine Möglichkeit sehen, dass man da einen anderen Anschluss drauf kriegt. Das ist immer sehr kostenaufwendig, was sich meistens nicht lohnt. Und wenn man dann zufälligerweise einen schönen Deckel hat, wo man dann sagt, man kann so eine Feder nutzen. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, aus einer alten Tube, und da ist sogar die Feder vergoldet, habe ich ein bisschen eingekürzt. Jetzt hatte ich so eine kleine Beule hier. Wollte ich mal eben noch ein bisschen nachbiegen. So. Und dann habe ich natürlich ein bisschen geguckt und siehe da, ich habe eine gefunden. Wie gesagt, ging natürlich hier ein bisschen länger. Dann konnte ich die nicht draufdrehen, weil der Druck so hoch war, dass dann hier zu viel Luft war. Und das gefällt mir nicht. Und wenn, dann mache ich etwas vernünftig. Es ist natürlich jetzt auch so, dass ich keine Möglichkeit sehe, das jetzt da unten irgendwo draufzusetzen. Ich weiß also jetzt nicht, was unterhalb der Feder ist, die ist auf jeden Fall vergoldet. Es könnte Kupfer sein. Ja, dann müsste ich hier mit einem starken Brenner hier dran gehen. Löten wird man das sehr wahrscheinlich nicht können. Und wenn man dann mit einem Brenner da dran geht, um das hier festzumachen, habe ich gesagt, ist das ein bisschen, naja, ein bisschen blöde, ne? Und es geht ja nur darum, dass da der Akku gehalten wird. Ankleben wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Vielleicht überlege ich mir es noch, ob ich sie anklebe morgen oder heute Nachmittag, weiß ich noch nicht. Das Problem wird dann eventuell bestehen, dass da irgendwo der Massekontakt abhanden geht. Aber man kann es ja auch eben dafür sorgen, dass die Feder eben da bleibt, wo sie ist. Man muss also jetzt sehr feste drücken, um den Deckel dann drauf zu kriegen. Hat aber auch den Vorteil, dass da richtig schön Druck drauf kommt. Dann, da die Feder auch noch vergoldet ist, entsteht da kein Wolldrop, wo also da auch einiges verloren geht. Und ihr seht, sie ist auch nicht großartig verkratzt. Seht also, naja, bis auf eben der Feder und ein bisschen halt so weit ganz gut aus. Na, da ist das originale Drip-Tip. Das passt genauso drauf. Ja, ich gebe da jetzt auch von mir aus noch gerne ein weiteres bei. Das Drip-Tip hat sogar, wenn man reinguckt, einen Spritzschutz. Das hier hat nämlich auch einen Spritzschutz, weil der Kolben, den ich da jetzt reingesetzt habe, der ist sehr niederohmig. Und damit mir da die Spritzer nicht auf die Lippe knallen, habe ich meins drauf gemacht. So, und ich sag mal, ihr wisst, wo ihr die findet. Ich werde da also jetzt ein Ladekabel beitun und ich werde auch einen Wandadapter beitun, dass man sie aufladen kann über USB, vor allen Dingen auch mit dem richtigen Strom. Es gibt ja immer Leute, die meinen, die müssten da an dem USB, deswegen weise ich da extra nochmal darauf hin, kein Handy-Ladegerät benutzen. Das mag die Elektronik hier drin nicht und bei jedem anderen Mod, den wir haben, oder wie gesagt, Akkuträger, Tube, gibt so viele Möglichkeiten, ja, die man hat. Also bitte, bitte nicht mehr wie ein Ampere oder 1000 Milliampere,
Ladegerät nutzen. Und wie gesagt, ich gebe das da auch noch bei. Es wäre ein schönes Gerät, halt für die Arbeit oder halt, wenn man sich irgendwo in der Werkstatt, so wie ich ja, hinlegt, um das zu nutzen. Nur ich brauche sie nicht. Herrgott, ich habe hier so viele Geräte stehen. Nein. Vor allen Dingen habe ich alles nur Selbstwickler. Und das ist ja nun mal ein Fertigkeuler. Jetzt rendle ich ihn dann eben noch fertig und schicke das auch noch, vielleicht auch noch hoch. Wenn nicht, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Empfehlt mich euren Freunden, euren Feinden. Lasst einen Daumen hoch, nach oben, nach unten, egal wie auch immer. Ich wünsche euch heute noch einen schönen zweiten Adventssonntag. Geht mit der Familie, mit Frau und Kinder auf dem Weihnachtsmarkt und guckt euch nicht die bekloppte Diana an, wie sie euch hier die Ohren voll labert. Ne? Das soll's gewesen sein. Bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Möge der Damm weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke. Sagt eure Diane, die Smogwolke und tschüssi und weg.